Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon Feuergrün. Im letzten Part haben wir einige Steinrätsel gelöst und haben nun Siegfried gefunden, der irgendwas labert von einem grünen Garados mit Sternchen oder irgend sowas. Mittlerweile sind wir Team Shocket beigetreten und ja, ihretwegen sprechen wir jetzt mal Siegfried. Ich kann nicht mehr, diese Treppen sind einfach zu viel für mich. Das heißt, du gibst auf? Nein, ich mache nur Pause. Trotzdem werde ich das Garados vor euch finden. Weißt du, eigentlich bin ich gar nicht bei Team Shocket. Ich bin selber auf der Suche nach diesem Pokémon. Dazu benötige ich halt die Mitgliedschaft, um die Siegestraße betreten zu können. Na dann, lass uns Team Shocket doch gemeinsam aufhalten. Klar, nicht viel los. Na klar, jetzt mag er auf einmal wieder laufen, ist klar. Ich glaube auch. Aber gut, mal sehen, was uns nach diesen x Millionen Treppen erwartet. Eine weitere Höhle. Ich bewege mich von alleine. Warum? Da ist... Ach du Fuck. Was ist das? Das ist ein verdammtes Missing-No. Unser Buchstaben-Pokémon. Aber irgendwie ist es jetzt komplett außer Kontrolle geraten. Ihr wolltet gar keine pinken Garados mit grünen Sternchen fangen? Was? Nein! Was wollen wir denn damit? Dies ist viel mächtiger. Wir haben es erschaffen, aber wegen seiner blöden Trainerin ist es uns entkommen. Doch nun wird es wieder uns gehören. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Sieht aus, als wärst du aber in der Unterzahl. Die Verstärkung ist bereits gekommen. Was? Nein, ich gehöre nicht zu ihrem Team. Ja, sieht doch schon viel besser aus. Was? Ein Verräter? Nein, Missing-No, halt dich zurück. Was passiert jetzt? Ich will nicht gegen es kämpfen. Was zum? Riesiger Grafikglitch. Oh nein, das Pokémon fängt an, seine Umgebung zu löschen. Bald ist alles nur noch Datenmüll. Was haben wir nur getan? Was um alles in der Welt könnte so ein Pokémon aufhalten? Ich weiß nicht. Dieses Pokémon ist zu mächtig, um von uns aufgehalten zu werden. Das müsste schon ein Gott sein, um gegen das Buchstaben-Pokémon anzukommen. Ein Gott? Ich habe da vielleicht eine Idee. Was? Hallo? Hallo? Ich kann durch Missing-No durchlaufen. Haha, wie cool ist das denn jetzt? Ich hätte es niemals erschaffen dürfen. Das zu unseren Füßen ist der reinste Datenmüll. Ich werde bald auch so aussehen, wenn wir nichts unternehmen. Was zum? Irgendwie habe ich jetzt gerade ein Durcheinander mit all diesen Wegen. Ich bin ja nicht durch diesen Weg hier gekommen, den ich gerade nehme. Boah, hör jetzt auf zu beben. Wow. Was ist das für eine geile... Hallo, Typen. Wer seid ihr denn? Oh, wir haben das Buchstaben-Pokémon noch immer nicht gefunden. Moment, du trägst ja gar keine Uniform. Bleib sofort stehen. Ich will jetzt eigentlich nicht gegen euch kämpfen. Wenn ich so ganz ehrlich sein dürfte. Bums. Sehr schön, dass Visenio gleich diese Attacke gelernt hat vorhin. Trifft sich sehr gut. Können wir gebrauchen. Tschüss, zweites Rotom. Ja. Und tschüss, drittes Rotom. Aber das Missing-No. Das ist sowas von toll. Ich will es fangen. Moment mal, apropos fangen. Wenn der Gott der Pokémon es nicht schaffen kann, vielleicht kann ich es mit dem Meisterball einfangen. Das wäre eigentlich meine Lösung gewesen, bevor ich überhaupt an Arceus gedacht habe. Ich habe schon keinen Tiefschlag mehr. Fuck! Macht nichts. Den kriegen wir auch so klein. Nicht wahr, Visenior? Visenior! So, weg mit dir. Gut, will sonst noch wer auf die Schnauze? Apparat, das wirst du bitte bereuen! Aber was hier los ist, fragt ihr euch nicht, oder wie? Wir finden nichts an unserem Vorstand. Halt, ich meinte Vorstand. Was? Ich habe mich nur versprochen. Das geht doch weg. Ihr kommt da nicht durch. Das ist kacke. Das ist sogar sehr kacke. Topschutz? Ja, danke. Wartet, boah, das nervt überhaupt nicht hier. Dieses ganze Geblitz und dieser Datenmüll, der hier überall rumliegt. Aber hoffentlich ist das jetzt ein Weg, den ich dann einfach so wieder zurückgehen kann. Das wäre ziemlich geil. Ich will nicht den Weg umsonst gehen jetzt. Oh, nervt mich doch nicht. Ja, ich habe nur einen Topschutz. Ich will das noch nicht gerade jetzt verschwenden. So, wo bin ich denn hier? Aha! Aha! Aha, aha, aha. Verstehe, verstehe, verstehe. So halbwegs auf jeden Fall. Kann da auf jeden Fall jetzt durch. Das ist super.
So, und dann so. Müsste eine Abkürzung sein, oder? Müsste eigentlich. Ja, aber da kann ich ja nicht durch, da kann ich ja nicht durch. Außer vielleicht irgendwie passiert was mit diesen Steinen oder so. Nö, hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass ich dann irgendwie zu diesen Items komme, aber nö. Ah, weißt du was? So, wo ist mein Schutz? Schutz? Ah, was? Ich hab drei. Was? Ich hab drei Top-Schutz. What the fuck? Jetzt würde ich aber gerne wieder hier einfach so ganz schnell zurückkommen. Ist das möglich, Spiel? Das wäre echt gerade ziemlich nett von dir. Dann vielleicht so und dann vielleicht so und dann... Ja, so geht doch das. Und weg hier. Und dann hier, so vielleicht. Ja, ja, ja. Muss ich jetzt wirklich den ganzen Weg zurücklatschen? Das finde ich jetzt ein bisschen kacke. Aber immerhin. Was bist du für ein scheiß Stein? Ach so, ja. Zum Glück wird das nicht zurückgesetzt. Das bleibt. Das bleibt. Das ist sehr gut. Wo haben wir nochmal Arceus gesehen? Wo haben wir Arceus nochmal gesehen? Soll ich kurz heilen? Ja. Besser ist es. Ja, bitte heile. Nein, vielleicht will der Arceus auch kämpfen oder so. Und dann, ja. Ich weiß nicht. Fühle ich mich nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall. Tauboga, wir fliegen. Das war doch hier, oder? Ja. Hier war es ja zu kalt. Wo musste ich jetzt hingehen? Wo musste ich jetzt hingehen, verdammt nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße! Wo musste ich nochmal hin? Fuck! Wo war der Kack nochmal? Nee, das... ich glaube, ich weiß wieder wo. Ich glaube, hier durch. Da war das doch. Hier war dieser Stein, ja? Ja, das müsste stimmen. Sehr schön. Arceus, hör uns bitte an. Wir haben ein Problem. Und zwar musst du für uns einen Virus vernichten. Hoffentlich kann das, Missy nun kein Platscher einsetzen. Sonst hätten wir ein Problem. Was? Was? Spiel? Spiel? Danke. Irgendwas war jetzt wieder kaputt. Weiß nicht was, aber es funktioniert auf jeden Fall wieder. So, hier sind wir wieder. Hey Arceus! Da ist so ein Bug oder Glitch oder Virus oder sonst was wie, das uns alle löschen will jetzt. Kümmer du dich mal drum. Ich bin ein Gott, ich kann nicht gelöscht werden. Aber dieses Pokémon wird die gesamte Welt vernichten. Oh, Arceus kommt. Wenn ihr so ein Pokémon erschafft, müsst ihr auch die Folgen ausbaden. Dann werde ich dich eben fangen. Dadurch musst du meinen Befehlen gehorchen. Ja, versuch das mal. Hey, mit dem Meisterball geht das ganz einfach. Nicht in diesem Spiel. Es ist nicht von Game Freak oder Nintendo. Hier kann man Gott nicht einfach so versklaven. Pass auf, ich kenne deine Schwachstelle. Ich werde mit deinem Carpador wiederkommen. Was? Was? Ich muss jetzt einen Carpador finden. Wo bekomme ich denn jetzt einen Carpador her? Ich habe ehrlich gesagt noch nie eins in freier Wildbahn gesehen, das ich hätte fangen können. Na, super. Na, super. Da habe ich diesen alten Opa im Kopf, der sich ja eins fangen wollte. Aber dem seins wurde von Missing nur plattgewalzt. Und außerdem habe ich keine Ahnung, wo der jetzt ist. Ja, pff, super. Wo soll ich denn jetzt hingehen? Wo soll ich jetzt nur hingehen? Irgendwo, wo es Wasser gibt halt. Moment, ich könnte mal zu Misty fliegen. Vielleicht ist ihr Opa ja aufgetaucht. Vielleicht. Das müsste dann hier gewesen sein, vielleicht. Ja, ja, das. Ja, doch, ich glaube schon. Wo ist die Arena? Hier. Misty, bist du hier? Ja, bist du. Viel Erfolg auf deiner Reise, Scheiße. Das war die falsche Idee. Ja, klasse. Wo kriege ich jetzt so ein Vieh her? Ich irre gerade ein bisschen herum. Ich weiß, aber... Moment. Ich habe noch eine abstrakte Idee. Der Typ hatte die Zeit irgendwie verstellt. Und noch besser, der ist einfach hier drin. Carpador wird dich vernichten! Tatsächlich, der ist tatsächlich hier drin.
Ansonsten wäre eine Idee gewesen, wir haben noch einen zweiten Meteoriten, dann hätten wir irgendwie die Zeitmaschine anwerfen können und den Typ irgendwie zurückholen und ich weiß doch auch nicht. Aber jetzt ist er da und das ist noch besser. Nein, Carpador wird mitkommen und mir helfen. Oh, magst du jetzt auch Carpador? Ja natürlich, das sind unheimlich nützliche Pokémon. Ich mag deine Einstellung. Hier, ich schenk dir eins. Aber du musst versprechen, es nicht zu entwickeln. Schon ihr hält Carpador. Schön. Hey, wieso steckst du das Carpador in deinen Beutel? Wer will denn bitte mit deinem Carpador kämpfen? Das Vieh hat... Was kann nix? Deshalb hat es auch nichts in meinem Team zu suchen. Ist es jetzt tatsächlich in meinem Beutel drin? Das will ich jetzt sehen. Der nutzlose Götterschlechter. Gibt es in Gold oder Rot? In Gold. Okay, schön. Auf jeden Fall, wir haben jetzt das Vieh. Sehr geil. Sehr geil, dann fliegen wir wieder zurück. Machen uns erneut auf durch diese scheiß Siegestraße. Aber ich will wieder mein... Oh, ich krieg mein schwarzes Outfit nicht mehr. Schade. Sehr schade. Okay, los geht's. Oh, nervt mich nicht. Ah, halt, ich habe noch Topschutz. Ich habe noch Topschutz. Irgendwo in meinem Beutel, irgendwo versteckt neben meinem Garados. Ne, hier. Hier, hier, hier. Nun hier runter und dadurch. Und hier durch. Und hier durch und dadurch. So, wunderbar. Mittlerweile habe ich jetzt auch noch im Kopf, wie das hier funktioniert, nicht wahr? Die Items müssen wir leider da lassen. Dann so und dann diese Abkürzung nehmen kann ich leider nicht. Ich muss hier entlang. Habe ich alles noch im Kopf. Und dann könnte ich hier entlang gehen. Ist das klug? Nein, weil hier nur das Item lag. Stimmt, richtig, habe ich vergessen. Okay, nein, das nicht. Aber so und dann... Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, scheiße, oder? Nee, stimmt, es stimmt. Ah, wie ich einfach kein Vertrauen zu mir habe. Kein Wunder bei diesen Rätseln. So, jetzt können wir einfach hier diesen Weg nehmen. Perfekt. Wow, Missing No, wir kommen. Wir kommen. Moment, ich habe sogar den Meisterball noch. Also kann ich Missing No vielleicht doch fangen? Und dann sagt das Spiel, nö, du hast das kaputte Pokémon gefangen. Bitte mach alles nochmal neu. Weil man konnte ja das Spiel zerstören damals. Blau und Rot. So. Siegfried, Rocket, Mädel. Ich bin da. Vielleicht kann ich die Lösung der Welt mit Hilfe von Art. Sorry, Leute. Ich habe irgendwie einen Denkfehler in meinem Kopf gehabt. Ihr habt es bestimmt schon alle in den Bildschirm geschreit. Ey, was machst du da? Du spaßt nicht diesen Weg gehen. Ja, ich habe tatsächlich angenommen, ich muss mit Carpador das Vieh zerstören. Ja, ich habe nicht nachgedacht. Tut mir leid. Tut mir leid. Gut, gut, gut. Ja, ist in Ordnung. Verfluchter Scheiß. Oh nein, lass mich doch hier raus. Moment, habe ich eigentlich kein Fluchtseil oder so? Nee, für was auch? Wozu auch? Das weg, das weg. Und dann... Nervt mich nicht. Ja, es war mein Fehler. Ich geb's ja zu, Mensch. Wo ist euer Problem? Aber ich werde den Part jetzt ein bisschen länger machen. Und zwar genau so lange, wie wir... wie lange soll ich denn machen? Ja, bis wir vor Arceus stehen. Klingt nach einer Herausforderung. Dann kämpfen wir mit Arceus. Weg da. Weg da. Wir müssen die Welt retten. Oder so ähnlich. Nochmal meinen Topschutz einsetzen, glaube ich, den letzten Top-Trank. Da, Topschutz. Immerhin kann ich jetzt wieder rennen in meinen normalen Sachen. Diesen Team Rocket Outfit konnte ich ja nicht einmal rennen. Das war irgendwie ein bisschen doof. So, wir fliegen nochmal. Wegen meiner Beschränktheit fliegen wir halt nochmal. Nee, dahin. Dahin. Und dann weiß ich wenigstens jetzt, wo wir Arceus finden. Hier durch. Hier durch.
hier durch und dann durch diese Höhle da. Sind wir? Ja, wir sind quasi fast richtig. Ich werde Arceus noch ein bisschen entgegenlaufen. Oh, dieses blöde Missing No, es nervt gewaltig. Es nervt gewaltig. Aber was haltet ihr ehrlich von Missing No? Ist es wirklich das Pokémon mit der Nummer 0, wie es mal damals beschrieben wurde? Ich könnte es mir vorstellen, weil der Sprite, der war ja vorhanden, von Nintendo. Und es konnte auch Attacken einsetzen, man konnte es fangen und so weiter. Also irgendwas muss doch da gewesen sein. Aber macht nichts. Leute, das war's für heute mit Pokémon Feuergrün. Beim nächsten Part werden wir versuchen, uns Arceus zu fangen, um damit Missing No zu vernichten. Das alles mit einem Carpador in der Tasche. Aber wir werden sehen, das alles beim nächsten Mal bei Pokémon Feuergrün. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!